finden schon etwas anderes zum Töten, keine Sorge. Im Gebüsch geht es auch mal ein Schlecken aus über, das weiß ich schon. Habt ihr das gehört? Ich dachte, ich wäre im Schleichmodus. Ja, da kommt auch ein Schleichkill raus. Ich bin kurz weg. Tschüss, Leute. Überlebensherausforderung 1 ist gleich noch mit abgeschlossen. Au. Ich hab's wieder zu spät gerafft. Zack, 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 zack. Nope. Bin ich dagegen. Und tot. Sei einem Ork behilflich, Waldläufer. Sauch uns Urks missbrauchen Gnaden aus niedrigen Urks in ihren gewaltigen Machtkämpfer. Kunde mit der Macht des Geistes, wie du die Machtkämpfer nutzen kannst. Und durchdringe die schwachen Gemüter, um die Feinde herauszuschmelzen. Ork im Sonder hat einen Verstand, der wie ein flammendes Leuchtfeuer der Schwäche strahlt. Waldläufer! Komm näher, wenn du die schwarze Hand suchst! Diese Sklaven flüstern nichts als Lügen in dein Ohr! Oh, doch wenn du mich befreist, wird Redback dir alles verraten! Was solltest du wissen, was all diese toten Orks nicht wussten? Tu es doch, du Mistkerl! Tu es! Ich sterbe und du erfährst nichts! Vielleicht erfülle ich dir diese Bitte. Beende dein erbärmliches Leben. Nein, 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 nein. War nur Spaß. Oh, diese Sklaven sind machtlos gegen die Ork-Armee. Ihr Plan stinkt wie ein fauliger Fisch. Doch Redback kann nicht die Tricks der Orks lehren. Mit Redback kann der Plan gelingen. Wir finden schon raus, was du weißt. Benutze L, um Gorod auszuwählen. Benutze L, um Gorod zu erhalten. Hauptmann. Und Würmer geben alle Informationen über ein Ziel preis, wenn sie verhört werden. Um Gorod Stärken und Schwächen zu enthüllen. Rechten Trigger. Anfällig gegenüber berittenen Bestien. Kann natürlich mit Rücken berittenen Bestien sofort getötet werden. Furcht vor Cargo. Gerät in Panik beim Anblick von Cargo. Gorod hat eine Schwäche, die du ausnutzen kannst. Seine Furcht vor Cargo lässt ihn zu einem Panik und Fighting werden. Wenn du ihn mit einem Cargo konfrontieren kannst, wird er einige seiner Stärken verlieren und ein leichteres Ziel werden. Immun gegen Fernkampf. Heftiger Angriff. Gruppenanführer. Besitzt auch Stärken. Er ist immun gegen Fernkampf. Du kannst ihn auch nicht schaden. Denk dran, viele Schwächen können nur ausgenutzt werden, wenn du zuerst Emotionen dann bist. Neues Ziel. Macht 7. Ich hatte vorhin einen mit Macht 8. Dein Problem, Waldläufer, sind die Häuptlinge. Sie sind starke Anführer. Wenn ihnen nun etwas zustoßen sollte, dann könnten sie deinen kleinen Aufstand nicht niederschlagen, nicht wahr? Ich werde sie schon finden. Wie? Sie sind hier nicht gerade sehr geschätzt. Und das wissen die. Und du kannst sie finden? Oh ja. Redback wird dir den Weg zeigen. Du hilfst mir. Ich helfe dir. Lass mich das hier nicht bereuen.
Fabelhaft. Wir haben jetzt genug getrödelt. Zuerst muss ich mich um einen gewissen Hauptmann kümmern. Und um ein paar Karagor. Komm mit mir, Waldläufer. Ich werde wahrscheinlich noch meinen Controller wechseln müssen. Die Sklaven fallen dir in den Rücken. Der ist irgendwie verklebt. Wenigstens in den Bauch oder in den Hals. Wir haben ähnliche Ziele, Waldläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Jemand wie Redback. Also hat Goroth das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der Schwarzen Hand. Ich zeige es ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der Schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Redbacks Plan, Häuptling zu werden. Dann tritt ihm besser ordentlich in den Nacken. Wie hast du dich befreit, Abschaum? Oh, shit. Schildträger werden vorne kommen und von ihnen und von hinten angegriffen werden. Na geil. Folgt den Waldläufer, nicht mich. Er ist ein einfaches Ziel. Sein Schwert ist gebrochen. Vergesst den Abschaum und stellt euch mir, Uruks. Du bist erledigt. Du nicht mich. Das Fleisch des Waldläufers ist viel zarter. Jawohl. Und weg. Niemand ist so schnell. Nein, auf. Unterwirf dich! Waldläufer, schnell! Ich mag die Spitzendinger nicht in mir stecken haben! Lass mal einen wegmachen hier. Sehr gut, Wald. Fähigkeit freigeschaltet. Da der ja aber Angst vor Karagor reitet, wenn wir mal Karagors reiten, denke ich mal. Nun stell dir die ganzen Leichen als Goroth vor. Stell dir dein Ziel vor. Goroth will Redback schon lange ans Leder. Er ist ein dummes Stück Dreck. Wir bekriegen uns schon seit Redback denken kann. Aber Redback gewinnt nie. Letztens hat er Redback in den Karagor-Käfig gestoßen. Alle lachten, als der Karagor Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Goroth büßen. Dieser Drecksack wird büßen. Goroth hält sich Karagor in Käfigen. Gerüchteweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Lass mich raten, du denkst, ich sollte die Käfige öffnen. Goroth ist immer da drin. Geht nie raus. Nie. Ich frag mich, wo der wohl hinmacht. Oh, das erklärt den Gestank. Versteck dich. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns. Guter Plan. Ohne Alarm auszulösen. Ich warte. Das ist militärisches Genie. Wer schallte all dieses Gewimmer vorhin? Das war bloß eine Bleichhaut, der ich den Finger abgehackt habe. Im nächsten Kampf werde ich so viel Blut vergießen, dass wir mehr Grog haben werden, als wir trinken können. Ich kann sehr viel Grog trinken. Also solltest du besser sofort mit dem Üben anfangen. Hm. Sitzt sogar keiner. Doch, da unten ist noch ein Karagor. Mit den ganzen anderen Magen verkrochen. Der schlimmste Anführer, den wir je hatten. Hey, beruhige dich mal. Der erste werden wir macht sich der Gegner. Verdammt, ich töte dein Arm. Karagor, ich komme. Upp. Wege dem linken Kreis drücke dann. Okay. Drücke X und Angreifer schlägt Feinde, drücke bzw. oder Gewinn sind zurück, im Fernkampfmodus zu wechseln. Halt R10, steckst ab.
das Signal! Bam, 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 bam. Au! Ich muss das Feuer entzünden. Zünde das Schlagfeuer an. Und weg. Zünde das Leuchtfeuer. Oh, da gibt's mehr als ein Leuchtfeuer, oder was? Ist das richtig? Entfalle das Leuchtfeuer! Mordors Düsternis kann schon an den Nerven zehren. Ich kann das auch noch befreien, aber ich weiß gar nicht, ob der überhaupt drin ist. Lol. Ich glaube nicht, dass ein Sklave sich an uns vorbeischleichen kann. Außer natürlich mit der Hilfe des Waldläufers. Wir sollten besser einen von ihm töten, falls er weiteren Sklaven bei der Flucht helfen will. Ich könnte Gorod erschießen. Ich frag mich, ob ein Uruk je vom Schützen zum Hauptmann wurde. Das scheint mir ein guter Ort für ein Nickerchen zu sein. Gorod wird dich töten, wenn er dich schlafen sieht. Gorod kommt nie hierher. Er bleibt immer nur am Jagdlager. Gorod ist im Jägerlager. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt. Ein Hauptmann, der seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug, Talion. Schicken wir Gorod an die Arbeit. Gorod. Karagorzema. Ist gerade der Karagorzema, ist ehrlich. Drücke A, um. Oh, er hat sich einfach auszuweichen. Jetzt kämpfe ich alleine gegen Karagorn. Na, schönen Dank. Nee, danke. Au, au, au. Oh Gott, die Kamera ist schrecklich. Ah, jetzt hat mich der Karagorn getötet. Wiederholen. Ich hoffe, ich muss nicht so weit zurück. Ich dachte, ich kann da auch drauf schauen, wenn ich sozusagen neben ihm stehe, aber anscheinend geht das wirklich nur von oben. Wir sind nah dran. Welcher von diesem Abschaum ist Gorod? Gorod. Details aufrufen? Achso, ja, ich weiß schon. Wir suchen eigentlich ja gerade an Dingens. Muss ich mich nach oben begeben, wie ich da noch drauf springen kann. Ja.
Jetzt muss ich ihn nochmal irgendwie einholen, Mensch. Wo rennst du denn hin, Typ? Oh, die Kamera. Die bringt mich gerade um. Oh, die Kamera. Die Kamera, die Kamera, die Kamera. Bleib doch mal auf den blöden Gegner fixiert, dem ich auch hin will. Ich fessele den Waldläufer. Cargo-Zimmer. Gut, der Cargo-Zimmer ist tot. Nach einem Machtkampf kannst du die kampfbrüchige Ergebnisse nachverfolgen und verschieben. Das macht den Sauer von mir nachvollziehen. Drücke rechts, um die Kampfrichtung zu zeigen. Redback vs. K.O. der Zema. Redback hat einen getötet. Offiziell. Zum Zelt. Ich hol mir eine Belohnung. Verzieh dich, Abschaum. Wir folgen nur den Befehlen von Gorot. Er ist die stinkende Leiche, die ihr tragen sollt. Jetzt los, los. Halt den Schandmaul. Zeigt etwas Respekt, ihr garstigen Würmer. Sonst schneide ich euch die Ohren ab! Redback ist jetzt euer Hauptmann! Das muss ich mir ansehen. Ja, wenn ihr damit fertig seid, habe ich noch mehr Leichen für euch. Trefft mich an der Kreuzung. Ein alter Freund möchte dort seinen Kopf verlieren. Der will nicht über meinen Kopf rollen sehen, hoffe ich mal. Auftrag abgeschlossen, das ist das Ziel. Der Geist von Mordor erfolgt. Erst werde ich von einem Geist wieder zum Leben erweckt, dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was kommt noch? Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Die Orks hassen sich beinahe so sehr, wie sie uns hassen. Gedärmen aufzuhängen! Wenn der dunkle Herrscher wiederkehrt, wird es keine Zauberer mehr geben. Auftrag starten, das laut und leise Mauern jeder Herrscher genug hinter uns bringt, wurde im schnellen Tod hinzugefügt. Forme die Legende des Bogen Askau. Jetzt 5 Uhr in Flammen. Töte Ulrich, ohne Dunstring zu betreten. Wupp. In Flammen gesetzt, okay. Das ist die Variante. Aber ich habe noch lange nicht genug. Jetzt Uruks in Flammen. Du bist jetzt hier abgeschlossen, sehr gut. Wow! Los, entfache das
Okay, das zählt. Das zählt auch. Elbengeschosse benötigt. So, 7 von 10. Wie komme ich an euch ran? Acht von 10. Fähigkeitspunkt erhalten. War's das? Nee. 9 von 10. Ein paar fehlen noch. Jetzt zählt's. Sehr schön. Legend of the Maker. Achievement unlocked. Die Belagerung des Schattens Erfolg. Einführung von Waffen. Schließe alle Waffennebenmissionen ab, um Mirkan zu erhalten. Wenig genug, um mächtiger Besser mit einem Bogen Askar kaufen zu können. Mit Askar-Flamme erhält es unbegrenzte Elbenschüsse, Fokus und Brandpfeile. Ja, nee, ist klar. Schon wieder ein Ork. Terrorisieren, Elbenschuss zu halten. Aha. Finde ich ja fast noch interessant, auch wenn das andere episch ist. Angriff von oben, elbisches Geschick. Aufprall. Angriff von oben. Ressourcen, mehr Elbengeschosse. Oh ja, auf jeden Fall. Erhöhter Fokuswert ist auch ziemlich günstig. Jetzt kann ich ihn noch sozusagen für einen Bogen in zweiten Runenplatz benutzen, wo ich keine Runen habe. Sehr gut. Karagor, Pfeifenkraut, also dann. Redbreak, Uruk, Hauptmann. Ja, das sind ja alles jetzt Hintergrundinformationen, die eigentlich schon erzählt wurden, deswegen lasse ich jetzt mal raus. Wir haben einen Toten. Obwohl, der Seite mir jetzt nicht übel. Nehmt mir jetzt nicht übel. Was habe ich jetzt? Pfeifkraut und Lothart. Greife aus der Stimme über seinen Versuch an, gefolgt zu rekrutieren, um es auch unter mir zu schwächen. Sie wirkt es in der Nähe. Jagdhaus von den Anzeigen. Bin ich denn eigentlich auch da oder bin ich? Vielleicht die ganze Zeit in der feindlichen Linien sich zu bewegen, ist aber auch schwierig. Durchtang, Eintrag ansehen. Ich brauche jetzt keinen Eintrag ansehen. Festung ist ein Aufruf. Wo bist du vorhin hingelaufen? Bin einem dieser geflohenen Menschen hinterhergejagt. Kann ich hier. So, da hoch komme ich. Sehr schön. Kein Uruk verdient es so lange, auf die Folter gespannt zu werden. Redpack hat seinen Zweck erfüllt. Sie sollten ihn einfach töten. Wie, der Redback hat einen Zweck? Ist ja interessant.
Unser Lager und das weiter drüben sollen zu einer großen Armee vereinigt werden. Sag, dass das nicht wahr ist. Ich teile mein Essen mit niemandem. So. Nochmal so eine schöne Kombination hier. Tja, da. Na Leute, was haltet ihr von den Fliegen? Ich glaube, ich soll das eigentlich lieber dran lassen, weil ich muss ja hier jetzt noch jemanden angreifen. Duell jetzt verfügbar. Auftrag starten. Auftrag der Stämmige ist der, den ich gerade eigentlich angreifen wollte, der hier mir davon gelaufen ist. Habt ihr Lust, heute auch zu machen? Dann schließt euch mir an. Ich würde eher sterben. Hast Schmerzen. Tja, dann, Kein blödes Feuer, das dir diesmal hilft, hä? Gut. Ich hab nicht mit Feuer gemacht, letztes Mal. Wieso regeneriert der sich eigentlich? Muss mal jemand sagen? Ich halte die Feier den erlegten Karagor. Nur durch einen Kopf. Schrei für mich, dummer Kerl. Zeit zum Morden. Hab ich ihn schon wieder und hilft halt nichts. Vernichtet den Arm. Dummer Waldläufer. Zeigt mir, was ihr könnt. Oh, wow. Ich bin so klug für diesen Trick. Zerschmettert ihn. Ich bin so schnell. Wo kommen die alle her, Mann? Ich hab doch noch nicht gedrückt. Der Narr ist kein Gegner.
Weg damit. Was? Blute. Ist nicht ganz klar. Drängt irgendwas, sich ihm anzuschließen. Ja. Holt euch seinen Kopf! Ich weiß auch, dass ich verhindern muss, aber die spawnen immer wieder neu. Vernichtet den Tag! Und tot. Ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Und tot. Also, ich versteh's nie. Ich mach den ja. Hab den ja schon 500 Mal jetzt angegriffen. Muggerisch zum Hauptmann befördert. Wo sie sich getötet haben, können Hauptmänner zu einem Kampf um ihre Position aus und mehr herausfinden. Wenn sie gewinnen, werden sie befördert und gewinnen an Macht dazu. Ja, aber. Ich brauche erstmal irgendwie Details zu dem. Das ist ja. Nicht mehr lustig, mehr hat man den Gipup. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein Ach, gerade Flinkfuß auf. Großes Sagerverein, um es auch unsere Armee zu schwächen. Die Rangleiter im Porten fragen die mir Hauptaufträge ab. Dann mal Schnellreise. Schwundenes Königreich. Gut. Ich bin hier von. Na? Irgendein Riesenviech dort. Was habe ich denn eigentlich jetzt für einen Auftrag? Pfeifen von Lothold.